All I've seen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich in diesem Video über mein Fernstudium sprechen. Ich habe ja bereits in meinem Ankündigungsvideo darüber geredet, dass ich nicht in Düsseldorf weiter studieren werde und befinde mich jetzt in einem Fernstudium. Und dadurch, dass irgendwie das ganze Fernstudium-Thema ja noch gar nicht so etabliert ist oder beziehungsweise das einfach noch nicht so viele machen und gerade auch in meinem Alter das eher unüblich ist, dachte ich, spreche ich mal ein bisschen darüber und werde so ein paar Fragen bezüglich meines Fernstudiums beantworten. Ich würde sagen, let's go! So, Nummer 1. Was ist überhaupt ein Fernstudium? Genau, also ein Fernstudium bedeutet, dass du nicht vor Ort, also in Präsenz, deine Studienprüfung ablegst, deine Vorlesung, an Vorlesungen teilnimmst, das ist alles nicht vor Ort. Das heißt, du machst alles, was du für dein Studium benötigst oder was du abgeben musst, machst du online. Da gibt es aber bei jeder Fernuni dann nochmal Unterschiede. Es gibt auch ganz, ganz viele unterschiedliche Fernunis mittlerweile. Also es gibt so eine große Auswahl, das war mir vorher selber auch nicht bewusst. Und es gibt schon Unterschiede. Es gibt teilweise Fernunis, in denen du wirklich alles online machst. Es gibt aber auch Fernunis, in denen du teilweise irgendwelche Prüfungen oder Präsentationen etc. doch vor Ort ablegen musst. Aber die meisten Fernunis haben dann in ganz Deutschland mehrere Standorte. Das heißt, ihr könnt trotzdem oder habt jetzt nicht irgendwie ein Problem und müsst dann in eine bestimmte Stadt in Deutschland fahren. Genau. Gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen mehr darauf ein, was ich studiere und an welcher Fernuni ich studiere. Genau, ich studiere Medien- und Kommunikationsmanagement. Ich habe damals in Düsseldorf Kommunikations- und Multimedia-Management studiert. Also es ist eigentlich vom Namen her ein recht ähnlicher Studiengang. Die Module unterscheiden sich aber trotzdem. Also ich habe mir leider traurigerweise auch keins der Module, die ich jetzt geschrieben hatte, anrechnen lassen können. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es ist halt so, wie es ist. Dementsprechend, das ist eigentlich fast der ähnliche Studiengang. Er heißt nur ein bisschen anders und es sind vielleicht vereinzelt ein paar Module, ja, nicht dieselben. Wo studiere ich das? Und jetzt kommen wir gerade zum größten Thema, beziehungsweise diese Frage habe ich mir super lange gestellt. Ich war auch die ganze Zeit auf eine andere Fernuni, die ich jetzt nicht nennen werde, also den Namen nicht nennen werde, gepolt und wollte auch an die gehen, aber ich habe dann einfach durch auch, sagen wir mal so, von Meinung anderer und auch von Erfahrung anderer und auch wegen ganz vielen anderen Aspekten mich dann für die Fernuni, in der ich jetzt studiere, entschieden. Genau. Ich muss dazu aber sagen, dass ich von der Hochschule, an der ich jetzt bin, auch schon oft schlechtere Rezensionen oder so bekommen habe oder Rückmeldungen bekommen habe und auch nicht jeder von der Hochschule jetzt so begeistert ist. Aber dadurch, dass ich als Fernstudentin an dieser Hochschule bin, dachte ich, sieht das alles eh nochmal anders aus. Übrigens, ich schaue manchmal unten auf mein iPad, weil ich mir da so ein paar Sachen notiert habe. Aber genau, ich studiere nämlich jetzt an der Hochschule Fresenius, mach dort mein Fernstudium. Und ich habe mich dann einfach dafür entschieden, weil ich super viele Freunde sind tatsächlich auch von mir an der Fresenius, aber die machen das halt nicht wie ich im Fernstudium. Aber viele sind begeistert, viele jetzt nicht. Wie gesagt, das ist ja auch immer super individuell. Aber man muss dazu sagen, es haben halt einfach manche Dinge besser gepasst. Mir sind nämlich in meinem Fernstudium schon ein paar Dinge sehr wichtig und ich möchte die, nur weil ich ein Fernstudium mache, trotzdem nicht verlieren. Und zwar gehört da zum Beispiel das Auslandssemester dazu. Mir war es super wichtig, dass ich trotz dessen, dass ich ein Fernstudium mache, noch Auslandserfahrung im Studium sammle und mir diese dann aber auch in meinen Lebenslauf oder generell halt für mich dann anrechnen lassen kann und dass das dann jetzt nicht so ist, dass ich das einfach so just for fun mache, sondern dass es halt für die Uni und für mein Studium halt wichtig ist und auch dort dann mit der Uni irgendwie organisiert wird etc. Und das ist halt gerade an der Hochschule Fresenius gegeben. Es gibt zwar für die Fernstudenten nur eine sehr geringe Auswahl an anderen Universitäten, zu denen man gehen kann, aber die Auswahl passt für mich auf jeden Fall und ich werde da definitiv was Gutes finden. Ich hoffe auch, dass ich das umsetzen kann und machen kann, weil das wäre mir schon ziemlich wichtig. Weil ich finde einfach, Auslandserfahrungen sind im Studium einfach immer super, super wichtig und möchte das auch irgendwie nicht missen, weil ich glaube, dass es halt auch für die eigene Entwicklung super, super spannend ist. Und jetzt trifft sich total ab. Aber auf jeden Fall gibt es das halt nicht an jeder Fernuni, weil natürlich die meisten Leute sich denken, du hast durch das Fernstudium ja schon die Möglichkeit,
ins Ausland zu gehen, ohne dass du jetzt irgendwie ein Urlaubssemester oder so nehmen musst und bieten das deswegen erst gar nicht an. Genau, kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Was ist oder was sind die Vor- und Nachteile am Fernstudium? Und zwar ist eigentlich meiner Meinung nach der größte Vorteil, dass du einfach nicht ortsgebunden bist. Du kannst von überall aus lernen, egal von wo. Ich bin jetzt gerade bei meiner Freundin in München. Ich kann hier lernen, ich könnte hier Prüfungen ablegen. Ich habe natürlich jetzt gerade erst angefangen, aber ich habe halt die Möglichkeit, wirklich von überall aus der Welt, jeglichem Ort mir auszusuchen und von dort aus kann ich studieren. Gerade für Leute, die super gerne reisen oder die vielleicht zum Beispiel auch einen Job haben, der sie an einen Ort bindet, ist das halt super. Dadurch, dass ich jetzt aber jetzt keinen Vollzeitjob habe und jetzt nicht irgendwie an eine Stadt gebunden bin, ist das jetzt für mich kein Aspekt gewesen, weil ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss wegen meinem Job jetzt irgendwie in das Fernstudium starten. Die Gründe, weshalb ich das da gemacht habe, habe ich ja teilweise damals schon im Video angesprochen. Viele Dinge werde ich jetzt auch in dem Video gar nicht erzählen, weil viele Dinge auch privat sind. Aber es gibt natürlich dann trotzdem diese Vorteile, die irgendwie einfach noch mit reinspielen, die einfach super sind. Vor allem dachte ich mir auch zum Beispiel, ich kann jederzeit, weil dieses Studium auch darauf ausgelegt ist, dass du es halt theoretisch berufsbegleitend machen könntest, ich kann jederzeit ein Praktikum anfangen in Vollzeit. Also muss natürlich schon, dass ich das dann selber irgendwie vereinbaren kann, aber ich kann jederzeit ein Praktikum anfangen und muss mir halt keine Gedanken darüber machen, dass ich dafür jetzt wieder ein Urlaubssemester nehme oder dass ich dann irgendwie in der Uni so mega lange fehle, weil ich dann theoretisch nach der Arbeit mich noch hinsetzen kann, lernen kann und weiterhin im Studium bleibe und nicht an Zeit verliere, falls ihr versteht, was ich meine. Und gleichzeitig sammle ich aber praktische Erfahrungen, die halt für mich jetzt gerade als Bachelorstudent, weil ich mache ja mein Bachelorstudium jetzt erstmal, mein Bachelorabschluss, ist es halt super essentiell, dass ich da halt einfach versuche, schon so ein bisschen meinen Weg zu finden, weil irgendwann im Master oder dann natürlich auch nach deinem Master möchtest du ja wissen, in welche Richtung möchtest du gehen oder es wäre ganz gut, wenn du das schon weißt. Und deswegen finde ich das halt super, dadurch, dass ich zum Beispiel einfach auch gerade noch gar nicht so richtig weiß, wo ich hin möchte oder in welche Richtung ich gehen möchte, ist es halt super praktisch dann diese Erfahrungen im Praktikum sammeln zu können, zum Beispiel. Weil zum Beispiel auch total viele Freunde von mir, die machen dann jetzt eine Werkstudententätigkeit und die machen eventuell auch ein Praktikum, aber es ist super selten. Ich kenne auch total viele Leute, die natürlich im Studium eventuell dann einen Kellnerjob annehmen, was ich natürlich jetzt für den Anfang auch gemacht hätte. Aber du sammelst dadurch natürlich dann jetzt nicht wirklich praktische Erfahrungen. Es ist natürlich gut, weil du Geld verdienst, aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit sagen möchte. Genau. Und das war mir halt auch zum einen super wichtig und das ist halt der Vorteil an diesem Fernstudium. Zusätzlich hast du halt auch die Möglichkeit, nicht nur, dass du ortsunabhängig deine Prüfung ablegen kannst, du kannst sie halt auch einfach zu jeglicher Zeit ablegen. Also es gibt, wie gesagt, ein paar Vorgaben. Ich denke mal, das wird jetzt bei mir an der Frisierenden auch nochmal anders sein, weil ich da auch relativ viel Präsenz leider habe. Ich sage immer Präsenz. Da wird es dann wahrscheinlich trotzdem nochmal ein bisschen anders sein. Aber ich habe halt trotzdem die Chance, zum Beispiel sagen zu können, wenn das jetzt irgendwie eine Online-Klausur ist, ich möchte die heute Nacht um 2 schreiben, jetzt mal im übertriebenen Sinne. Also es ist super flexibel. Wenn ihr zum Beispiel auch merkt, ihr fühlt euch jetzt mega fit in dem Fach und du würdest voll gerne morgen die Prüfung ablegen, damit du es hinter dir hast, kannst du machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob du 24 Stunden Vorlaufzeit hast oder so, ob das funktioniert, aber du kannst trotzdem ziemlich spontan sein und musst dich jetzt nicht an bestimmte ja, Semesterzeiten halten. Das ist nämlich ein nächster Vorteil. Du hast keine Semestertermine, keine Semesterferien. Das kannst du dir alles selber einteilen. Klar, natürlich, durchs Fernstudium hast du eigentlich wahrscheinlich sogar weniger Zeit, um jetzt irgendwie zu sagen, ich mache mal 2, 3 Monate gar nichts. So wie das ja dann eigentlich in den Semesterferien ist, weil du natürlich stetig, du hast auch durchschnittlich mehr Module als in deinem normalen Studium. Das ist ja auch das, was viele dann immer verwechseln. Die denken dann, oh, Fernstudium mega entspannt, ich mache genau denselben Stoff und ja, hab dann halt irgendwie, wie gesagt, nicht diese Vorlesung, diese Klausurenphase zum Beispiel. Aber du hast halt trotzdem eigentlich immer stetig was zu tun. Das ist auf jeden Fall so. Und ich finde, ein Fernstudium wird auch total unterschätzt, weil man super diszipliniert sein muss, was jetzt auch wieder ein Nachteil ist. Also Nachteile vom Fernstudium ist natürlich, dass du super diszipliniert sein musst. Du musst dich selber hinsetzen. Du hast niemanden, der dir irgendwie in Arsch tritt, in Anführungszeichen. Du hast auch keine anderen Kommilitonen, die dich ziehen und die dir sagen, komm, lass mal zusammen lernen gehen. Du musst wirklich alles alleine machen. Und da gehört halt super viel Disziplin dazu. Und es ist auch super wichtig, dass man da selber dann irgendwie nicht in ein Loch rutscht und da gar nicht vorankommt. Weil kann natürlich schnell passieren, dass du dann im Fernstudium einfach irgendwie 6, 7 Jahre, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass du halt viel zu lange in diesem Fernstudium steckst, weil du halt einfach nichts dafür machst.
Und das ist halt super wichtig. Ich zum Beispiel habe jetzt schon geguckt, dass ich auch Freunde finde, die mit mir lernen gehen. Ich kenne auch ein paar, die selber ein Fernstudium machen und da werde ich auf jeden Fall hoffentlich nicht dieses Problem bekommen. Aber ja, genau. Also es gibt super viele Vorteile, es gibt super viele Nachteile. Ich finde, das ist auch eine totale Typsache, für welches Fernstudium, für welches Studium man sich entscheidet, ob man Fernstudium macht oder nicht. Und jeder hat da ja auch immer, so, also wie gesagt, individuelle auch Probleme, individuelle Schwierigkeiten, die sich da herausstellen oder die sich für einen dann bei einem Präsenzstudium zum Beispiel stellen würden. Und viele wollen zum Beispiel auch nicht extra dafür in eine andere Stadt ziehen, weil man gerne zu Hause sein möchte, etc. Also es sind super viele Aspekte, die da einfach mit reinspielen. Man muss aber dazu sagen, ein Fernstudium ist leider wie ein privates Studium. Man zahlt natürlich Geld dafür. Das ist wichtig zu wissen. Es ist leider nicht kostenfrei. Aber du hast dadurch, ja, dadurch, dass du diese Flexibilität hast, finde ich, ist es auch komplett fair, dass man dann dafür Geld zahlt. Klar, ist es an sich natürlich trotzdem dann nicht großartig was anderes zu einem normalen Studium, mit dem man kein Geld zahlt. Aber ich bin das einfach eingegangen. Ich habe gesagt, das ist für mich in Ordnung. Man muss auch dazu sagen, dass die Studiengebühren, die ich da jetzt monatlich zahle, auch natürlich nicht immens hoch sind. Es ist aber trotzdem schon einiges an Geld. Das kann ich euch sagen. Es gibt auch immer, also ich weiß jetzt gar nicht, ich zahle jetzt momentan einen anderen Betrag als der, der normalerweise an der Fresenius ausgeschrieben ist, aber ich gehe davon aus, dass die häufiger so Angebote haben. Deswegen, ja, schaut euch oder informiert euch da auf jeden Fall mal. Die ganzen Fernunis sind eigentlich vom Preis her, finde ich, recht ähnlich. Also da gibt es immer noch so, ich würde sagen, so der Unterschied beläuft sich immer so auf 50 bis 100 Euro, was sich natürlich dann aber trotzdem auf die Monate und Jahre auch summiert. Ich studiere jetzt aber auch in Vollzeit, also ich studiere voraussichtlich 36 Monate und ich hoffe, dass ich es auch in den 36 Monaten schaffe. Und man kann das aber auch in nicht im Vollzeitmodell, sondern im Teilzeitmodell studieren. Und dann studiert man, glaube ich, 48. Ich weiß es gerade nicht genau, aber man kann es halt auch immer noch mehr in die Länge ziehen. Ich kann natürlich auch, wenn ich das in den 36 Monaten nicht schaffe, noch länger studieren. Und mir ist nämlich jetzt gerade noch was eingefallen, was nämlich auch super, super cool ist. Leider hatte ich mich da, wie gesagt, bei meiner ehemaligen Fernuni voll mit auseinandergesetzt und mega informiert. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt an der Fresenius nicht so ist, weil die Entscheidung, an die Fresenius zu gehen, war tatsächlich eine kleine Kurzschlussreaktion. Also ich war wirklich auf die andere Fernuni gepolt und bin wirklich im letzten Moment dann doch zur Fresenius gegangen. Und achso, Disclaimer, das ist keine Werbung für Fresenius. Also überhaupt nicht. Keine Werbung, keine bezahlte Werbung, keine unbezahlte, keine was weiß ich. Also ich habe davon nichts, dass ich die jetzt hier in dem Video erwähne. Aber ja, genau, auf jeden Fall gibt es halt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch sein Studium in einem kürzeren Zeitraum abschließt. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch auch mein Studium in 34 Monaten abschließen oder in 32, wenn ich jetzt ganz übertrieben bin. Also die Möglichkeit gibt es. Man muss natürlich leider die 36 Monate voll bezahlen. Aber ich meine, also ich jetzt zum Beispiel, ich würde das, dadurch, dass ich das ja eh weiß, dann in Kauf nehmen, wenn ich schneller fertig sein sollte. Wobei ich davon ausgehe, dass es bei mir nicht der Fall sein wird, weil ich auch ich möchte mir natürlich trotzdem auch Zeit für mich nehmen und werde mir auch irgendwie gucken, dass ich dann mir Semesterferien irgendwie so selber einteilen kann. Also du kannst es dir halt komplett selber legen und das war mir auch super wichtig. Ich merke nämlich, dass ich bin ein Mensch, ich kann auf jeden Fall unter Stress, aber ich finde gerade die Klausurenphase, wofür soll ich mir das antun, wenn es auch anders geht? Man macht wirklich, und das wissen so viele Studenten, ich meine, ich habe ja schon studiert, es ist ja nicht so, dass ich direkt mit dem Fernstudium angefangen habe. Man macht gefühlt 3, 4 Monate nicht wirklich was, man macht nicht viel. Und dann hat man wirklich nur noch diese kurze Klausurenphase, in der du dir alles in den Kopf hauen musst. Und das ist richtiges Bulimie-Lernen. Und meistens vergisst man dann den ganzen Stoff. Und ich finde das einfach super sinnlos, weil du hast dann diese 4 Klausuren, du musst dich auch gleichzeitig auf 4 verschiedene Themen vorbereiten, was natürlich gut ist, weil das trainiert auch dein Gehirn und viele sagen natürlich, das ist dann das richtige Studieren, aber meiner Meinung nach ergibt es nicht so viel Sinn, weil ich habe mit so vielen, ich meine, ich bin gerade genau in dem Alter, ich habe mit so vielen Studenten zu tun, StudentInnen, sorry, und wie oft mir da gesagt wird, ich habe nach den Prüfungen alles vergessen und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt meine Sachen nach und nach mache, dass ich diesen Stoff, den ich erlerne, viel mehr in meinem Gedächtnis behalten kann, weil ich es halt eben nicht unter Druck lerne, sondern ganz entspannt. Ich lese mir die Texte durch, ich schaue mir Videos an und ich mache das mit einer ganz anderen, ja, mit einer ganz anderen Herangehensweise. Und ich glaube, dass einfach da dieses Lernen viel effektiver ist. Und da kann mir jeder erzählen, was er will, aber es ergibt in meinen Augen viel mehr Sinn. Also ihr könnt es wirklich super gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Aber meiner Meinung nach ist es einfach eine viel gesündere Art und Weise zu lernen.
Und ich finde das total schade, dass es halt an den Unis immer noch so ist, dass man halt wirklich diese kurze Klausurenphase hat. Klar, man muss da pauken und das ist natürlich auch gut, weil es dann auch zeigt, wie ja, organisiert und wie strukturiert und schnell man lernen kann. Aber ich habe auch oft genug mit Freundinnen von mir geredet, die darunter richtig gelitten haben und am Verzweifeln waren, weil das einfach diese Zeit, diese kurze Klausurenphase, die nimmt dich einfach auseinander. Aber ja. Genau, das sind halt so die Punkte oder Aspekte, die das Fernstudium dann für mich sehr attraktiv gemacht haben. Und genau, nochmal wieder der Disclaimer, habe ich jetzt auch schon zweimal erwähnt, aber es haben auch ein paar andere Sachen mit reingespielt. Aber in alles in allem bin ich auf jeden Fall sehr happy mit der Entscheidung. Man muss aber dazu sagen, dass ich jetzt noch nicht so weit fortgeschritten bin. Ich hoffe, dass ich diesen Optimismus weiterhin noch in dem Studium haben werde. Ich meine, ich muss das jetzt 3 Jahre machen. Und für mich steht auch fest, wenn ich da merken sollte, dass es jetzt nicht so gut läuft, ist es nicht wieder dann, oh, ich mache jetzt was anderes, ich bleibe dabei und ich werde das durchziehen und ich werde diszipliniert sein. Aber genau, das sind jetzt so die Infos zu dem Fernstudium. Falls ihr noch weitere Fragen dazu habt, mache ich auf jeden Fall gerne nochmal Videos. Ich werde euch auf jeden Fall dann irgendwie mal an meinen Lerntagen mitnehmen, damit ihr auch so seht, wie das dann bei mir abläuft, falls es Leute da draußen interessiert. Ich weiß, wie gesagt, wie es bei mir war. Als ich mich darüber informiert habe, gab es einfach viel zu wenige Infos. Ich habe super viel geguckt und es war einfach immer sehr schwierig, da irgendwas Passendes zu finden. Deswegen wollte ich jetzt so ein Video machen, damit einfach die Leute, die sich dafür interessieren, auch ein bisschen mehr Info dazu haben und ein bisschen mehr Input. Genau. Das war es auf jeden Fall von dem oder mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt heute einen ganz tollen Tag. Ihr könnt mir auch mal super gerne in die Kommentare schreiben, wo und was ihr studiert. Würde mich mal sehr stark interessieren. Und ja, bis zum nächsten Video.